Herr Trainer, bevor wir ganz allgemein einmal zum Spiel kommen, würde ich ganz gerne mitten in das Spiel einmal einsteigen, so in diese 31. Minute, rote Karte für Max Sachs, viel Turbulenzen, dann du hast eine gelbe Karte bekommen, Trainer Pastor, gelbe Karte. Wie war denn diese ganze Situation da für dich? Absoluter Schlüsselmoment im Spiel. Also wir sind zwar nach einer Minute in Rückstand gegangen, Schlüsselmoment war definitiv diese 30. Minute. Es war eine Phase, wir haben natürlich auch durch dieses frühe Gegentor und dann sehr starken Beginn von Altach große Probleme gehabt, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten. Aber danach habe ich schon gefühlt, es steckt eine gute Energie, es steckt dieser Glaube drinnen. Wir haben das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Auf ein Hinterspiel schön gelöst nach vorne. Dann schießt Grüne da in die Innenstange und eine Minute später diese wirklich unnötige Aktion von Max. Und das war sicher eine absolute Vorentscheidung dann in dem Spiel. Mitten in der besten Phase von euch? Über das ganze Spiel gesehen war das sicher, ja, wo wir alle das Gefühl, auch die Spieler am Platz, so wie ich auf der Betreuerbank, dass wir uns gut fühlen, dass wir glauben dran und dass wir dem Spiel, glaube ich, die Wende geben können. Auch wenn der Stangenschuss vielleicht schon reingeht, aber auch so mit elf Mann am Platz, denke ich, wäre hier absolut die Wende drinnen gewesen. Warum war es dann letztlich nicht mehr möglich, da mit einem Mann weniger noch ein bisschen zuzusetzen und Altach unter Druck zu setzen? Ja, zum einen, weil es ein sehr spielstarker Gegner ist, der dann ja schon die Ruhe und die Qualität hat, dann uns immer wieder zu lösen mit dem einen Mann weniger. Denn wir haben dann eher probiert, eine offensivere Positionierung vorne zu wählen. Aber die haben dann einfach Altach dann sehr geschickt den Ball laufen lassen. Und ja, aufgrund der Vielzahl an Torschancen, die sie gehabt haben, sind sie ja schon der verdiente Sieger heute. Und dann am Ende hat man auch gemerkt, war ein bisschen die Luft draußen, oder? Ja, speziell dann mit dem 2:0, dann ist auch gepaart mit der Müdigkeit einfach der Glaube auch verloren gegangen bei den Spielern. Da war mir dann schon wichtig, dass sie sich ja nicht hängen lassen, dass sie einfach versuchen, dann kein Gegentor mehr zu kriegen und trotzdem auch immer wieder mit Nadelstichen, mit einzelnen Aktionen versuchen, vielleicht diesen Lucky Punch zu erzielen und damit man dann vielleicht nochmal diese Hoffnung zurückkommt. Aber ja, um solche großen Dinge zu schaffen, sind wir im Moment einfach nicht in der Lage. Du hast am Samstag den Andy Paulsen verloren, heute den Weser DeMarco, der meiner Meinung nach richtig gut drauf war in den letzten Wochen, in den letzten Spielen. Kannst du irgendwas sagen zu den beiden, wie lange die ausfallen werden? Ja, der Andy hat laboriert jetzt schon seit ein paar Wochen an einer Hamstrings-Muskelverletzung. Wird es noch ein, zwei Wochen dauern, denke ich. Und ja, beim Weser muss man abwarten. Er hatte früher schon Probleme mit der Schulter. Sie ist heute wieder rausgesprungen, aber gleich wieder rein. Wird jetzt der Bandapparat wahrscheinlich leicht lädiert sein. Und ja, muss man schauen, ob man das dann mit einem Tape oder so stabilisieren kann. Aber ich rechne schon auch, dass er 2-3 Wochen ausfallen wird.